Willkommen zu einem weiteren Kuhlmann LP. Ja, und ich möchte nicht um den heißen Brei reden. Wir sind im Endspurt von, wie heisst es? Uncharted. Und Sally ist mit uns da. Und ja, jetzt als nächste Aufgabe wäre dringend, die Elena zu retten. Wie wir das machen, wie schnell dass wir Füße kommen, ja, das sehen wir jetzt gerade. Ich habe da vorher nur noch ein bisschen Munition gesammelt und Schätzchen gesucht und so. Und jetzt würde ich sagen, sind wir bereit, um allenfalls irgendwo weiter reingehen. Müssen wir da auch reingehen? Wo müssen wir auch her? Ja. Jetzt hätte ich gedacht, ich könnte da locker so durch die Türen rein. Aber nein. Auch nicht. Ach, komisch. Wo will man her? Immer wieder cool, wenn man so den Pro-Gamer will raushängen und gerade am Anfang von der Staffel ja. Nicht weiss woher. Gut. Verstanden? In dem Fall in diesem Turm. Ist gnädig, dass es so hilflose Leute wie mir ab und zu auch noch Tipps gibt bei dem Ganzen. Ah, mehr Munition. Also, verstanden. Verdammt, sie sind überall! Bleib zurück, Sally! Ah. So, die Gefährder sind da weg dort. Wenn wir da der Rakete werfen. Und die andere Rakete werfen. Dann sind zwei wieder rein. Mit einem Scharfschütze zu oder? Und haben wir jetzt in der M79, geht man auf den Sack da. So. Du darfst einfach nie zu lange vorne bleiben bei denen da. So. Ah, jetzt hat der Gong gerade richtig geschlagen, habt ihr gehört? Yes! So machen wir das. In der heutigen Zeit.
Praktisch. Das war's. Farbgewinne. Oh oh. Sully, da müsste ein Geheimgang direkt unter dem Altar sein. So. Ja, das ist wieder eine nervenaufreibende Situation, gerade kurz. Aber wir haben es wieder mal gemeistert. Tun wir da noch ein bisschen Munition sammeln. Wie immer wichtig. Das merken wir jedes Mal. Und dann zum Sully. Sind unsere sympathischen Kollegen mit der silbrigen Zähne wieder umeinander. Kannst du mir sagen, was zum Teufel los ist? Drake wollte den Schatz nicht hier wegschaffen, Sully. Er wollte sicher gehen, dass er hier bleibt. Was? Er ist verflucht oder so. Oh, nee. Um Himmels Willen. Hey, ich weiß, das klingt irre. Du musst mir einfach vertrauen. Ja, das muss ich wirklich. Weil wir haben es ja selber gesehen. Oder Ratten, was auch immer. Viel Skelett. Ja, das sind herzig.
Und ein Schätzchen. Ein Rosenkranz aus goldigen Schädel. Ja, ob ich das wieder anziehe in der Öffentlichkeit. Obwohl, ich habe noch viele T-Shirts mit Totenköpfen drauf, von dem her passt das vielleicht. Also nicht für mich, wenn ich jetzt, ja, ist egal. Konzentrieren wir uns auf die relevanten Sachen vom heutigen Tag. Und ja, irgendwie passt mir das nicht, dass man immer tiefer und tiefer runtergeht. Ich habe das Gefühl, das ist gefährlich. Schon fast kurz verschrocken. Sie beide sollten langsam wissen, dass ich auf alles vorbereitet bin. Weg mit den Waffen. Da rein. Keine Dummheiten, bitte. Oder sie wird sterben. Gut. Nun entschuldigen Sie mich. Ich bin gleich wieder da. Wie großartig. Ein Meister. Eldorado. So etwas habe ich noch nie gesehen. Das ist nur eine Hülle. Der wahre Reichtum von Eldorado liegt im Innern. Öffnen Sie es! Fantasie. Mach ihn, Lorenz! Mach ihn, Lorenz! Navarro, das Ding hat eine ganze Kolonie ausgelöscht. Du weißt nicht, was du tust. Falsch. Ich bin der Einzige auf dieser Insel, der überhaupt weiß, was er tut. Cague la statua. Cuidado! Ihr seid einfach nur blind. Alle. Ihr streitet euch um unbedeutende Schätze. Habt ihr eine Ahnung, was das wert ist? Beim richtigen Käufer? Levantalo! Levantalo! Oh nein, was zum Teufel ist das? Verdammt, was sind das für Viecher? Das sind die Spanier, Sully. Sie waren nie weg. Und los geht's. Wenn es die Insel verlässt. Du musst ihn stoppen. Ich geb dir Deckung. Los! Aha, gut. Nicht ins Wasser. Ich hasse die Viecher, aber wir schaffen das schon noch. Keine Ahnung. Los! Nee!
Hure schwer. Abschlusskampf. Nicht böse, wenn ich gerade ein bisschen stiller werde, weil ihr wisst ja, konzentrieren und so. Erste Runde. Aber sehr wahrscheinlich noch nicht letzte.
Ausgerechnet in diesem Augenblick habe ich keine Munition mehr. Warte. Jetzt? Ich hab dich! Du gehörst mir! So, jetzt hole ich die Zwarte so. Da gehen sie.
Oh Mann. Und der Sully hat's auch geschafft. Was für ein Tag. Ja, ja, Welt gerettet, das Böse besiegt. So wie immer. Wirklich? Ja, schade nur, dass wir am Ende leer ausgehen. Naja, weißt du, ich konnte eine Kleinigkeit retten. Hier, ich dachte, das vermisst du vielleicht. Herzig. Danke. Ja. Ja, vielleicht eine Vorstellung von Romantik? Sully! Wow, du siehst scheiße aus. Und die anderen erst. Hab ein Boot. Wir haben schon eins. Ja, ein großes. Das hier finde ich besser. Sully, du bist ein verdammter Teufelskerl. Oh. Die Piraten, von denen ich's hab, brauchen's bestimmt nicht mehr. Tut mir leid wegen deiner Story. Oh, nicht so schlimm. Es gibt noch mehr. Du schuldest mir eine? Ich bin dabei. Ja, und das war es von der ersten Geschichte von Uncharted, der erste Teil. Wow, wie krass ist das gewesen. Ganz klar, gegen den Schluss des Spiels immer mehr hat es so Tempo zugenommen. Ich persönlich bin begeistert. Ich bin sogar so begeistert, dass ich auch die nächsten Teile ja, werden entsprechend durchspielen. Sprich, das war der erste Teil von der Collection. Und ja, der die Folge kennt, der weiss, es sind 4 Teile total. Und dementsprechend freue ich mich schon, wenn ihr auch dann wieder rein schaut, wenn wir miteinander ja, weiter auf Schatzsuche gehen. Und ich brauche jetzt die epische Musik für ja, das Goodbye, das Danke. Und bis zum nächsten Mal. Schön sind ihr dabei gewesen.